Ich teste heute eure verrückten Roblox-Spiele. Ich bin hier in Lukas' Stadt drinne. Er hat mir unter meinem letzten Video kommentiert. Ich habe auch ein Spiel, Lukas' Stadt, mein Name ist bla bla bla. Und darüber bin ich in dieses Spiel reingekommen. Ich bin jetzt einfach in, ja, Lukas' seiner Stadt drinne. Das Spiel sieht krass aus. Die Häuser sehen richtig fresh aus und die Autos auch. Ich setze mich mal in einem Auto rein. Wow. Wow, 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 wow. Aber irgendwie frage ich mich, warum mein Kopf gelb ist. Wow, wow, wow. Das Auto ist wackelig. Aber es sieht krass aus. Sieht krass aus. Ich weiß, dass das natürlich nicht von ihnen selber so 3D modelliert wurde. Die Stadt an sich, die 3D Model. Aber vielleicht hat er das so zusammengesetzt. Und das Auto hat er natürlich auch nicht selber gemacht, Leute. Aber wir haten nicht. Jeder fängt mal klein an. Ich habe auch mal so klein angefangen. Und es sieht schon crazy aus. Es sieht schon crazy aus. Im letzten Video wart ihr so scharf darauf, dass ich noch mehr Spiele aus der Community teste. Und darum gibt es heute den zweiten Teil. Ich habe mir so viele Notrufspiele aus der Community rausgesucht, weil ihr macht selber Notrufspiele und die testen wir jetzt nach und nach. Also Lukas, dein Spiel sieht schon mal crazy aus. Das gefällt mir schon mal. So sieht das ganze Spiel auf der Webseite aus. Könnt ihr auf jeden Fall mal auschecken. Wir sind aber jetzt in Leipzig RP, weil It's Roblox Funny geschrieben hat. Kannst du mal Leipzig RP spielen, wenn du es nicht findest? Mein User Leo04 bla bla bla. Leipzig RP befindet sich noch im Aufbau, das seht ihr hier. Aber wir können ja trotzdem schon mal ein Feedback abgeben. Was mir auf jeden Fall gefällt ist, dass du die Map von Grund auf selber baust. Das finde ich schon mal echt nice. Und hier haben wir eine Polizeistation. Also es wird wahrscheinlich ein Roleplay-Game. Wir gehen mal in die Polizeistation rein und schauen uns das mal an. Vielleicht ist sie ja von innen schon eingerichtet, hier jetzt am Anfang nicht. Was mir auffällt ist auf jeden Fall, die Proportion der Tür passt nicht. Wenn du jetzt davon ausgehst, dass ich ein normaler, erwachsener Mensch bin, die Türen sind ja meistens nicht doppelt so hoch, wie ein Mensch groß ist. Könntest du einen Ticken kleiner machen, musst du aber nicht. Ich glaube, es lohnt sich jetzt nicht, da hinten hochzugehen. Aber Leute, für euch mache ich das einmal. Ihr müsst den Weg ja nicht gehen. Ich schneide das mal eben raus. Ja, tatsächlich, hat sich jetzt nicht so gelohnt. Da hinten ist aber eine kleine Sache, die schaue ich mir eben an. Obwohl, könnte es sich doch gelohnt haben, denn hier kann man Polizeikleidung anziehen. Ich ziehe mir mal diese Weste an. Okay, funktioniert nicht. Kann ich das anziehen? Funktioniert auch nicht. Und wenn ich auf das Rote gehe, passiert auch nichts. Okay, dann gehe ich jetzt erstmal wieder nach draußen. Ich bin jetzt durch die andere Tür rausgegangen. Also hier bin ich reingegangen und hier bin ich rausgegangen. Wir sehen auf jeden Fall oben Helikopter. Die sehen schon mal fresh aus. Und fahre los. Moin, Freunde. Moin, einmal einsteigen. Hier ist eine Feuerwehrstation. Zumindest die Anfänge der Feuerwehrstation. Ey, cooles Spiel. Ey, Funny, bleib auf jeden Fall dran bei dem Spiel. Ich glaube, das könnte ein echt freshes Game werden. Aber das dauert auch natürlich seine Zeit. So sieht das Spiel auf der Webseite aus, falls ihr das auschecken möchtet. In der Zwischenzeit joinen wir Notruf Magdeburg. Man findet es in meinem Profil. Name Redox2014. Papanya, Papanya hat das geschrieben. Wir joinen rein. Notruf Magdeburg. Sehr cool. Du hast hier auf jeden Fall schon mal einiges gebaut. Das finde ich schon mal cool. Du hast hier eine Polizeistation hingebaut, eine Tankstelle. Da hinten weitere Sachen. B22, Tangente Magdeburg und Egeln. Okay. Grundschule am Kannestieg. Ich glaube, die Schilder, die hast du da selber hingebaut. Das finde ich doch schon mal cool. Ich gehe mal in die Polizeistation rein. Ich würde sagen, bisher das beste Spiel. Auf den ersten Eindruck. Bisher das beste Spiel im ganzen Video. Ey, ich möchte euch alle motivieren, auch mal Spiele zu entwickeln. Ich schnappe mir mal im Auto. Meine ganze Community joint auch rein. Ey, ihr bekommt alle Besucher dadurch, dass ich euer Spiel teste. Währenddessen ich in den Lobbys drinne bin, habt ihr natürlich dann Spieler. Jetzt habt ihr eine ganze Menge Spieler. Dieses Spiel hat jetzt auf einmal so viele Spieler, weil ihr müsst natürlich auch irgendwie Spieler in die Spiele reinkriegen. Und das ist gar nicht so einfach auf Roblox. Deswegen ist das eigentlich ganz cool, wenn mal so ein YouTuber wie ich das spielt. Du hast hier alles beschriftet. Das finde ich so cool. Du hast hier zum Beispiel schon geplant, dass hier der Kaninenstieg hinkommt. Aber da fehlt natürlich noch was. Aber sie hat sich schon Gedanken gemacht. Oh, was ist das hier denn? Ah, das ist ein Krankenhaus. Ich kann mir natürlich die Spiele nicht im Detail angucken. Das ist natürlich schade. Ey, das hast du ja richtig cool gemacht, Notruf Magdeburg. Also nicht Notruf Magdeburg hat das gemacht, sondern du, Redox. Aber ich glaube, Notruf Magdeburg könnte ein Banger werden. Ich bin auf jeden Fall jetzt erstmal ausgestiegen. So sieht es nämlich auf der Webseite aus. Das könnt ihr gerne mal auschecken. Aber ich joine jetzt Koblenz Roleplay, denn Emil Max
Emil Max YouTube hat geschrieben, Koblenz Roleplay wird man nicht finden, mein User YT Emil Max. Ey Emil Max, danke, dass ihr so gut mitdenkt und sagt, okay, man wird mein Spiel sowieso nicht finden. Dann schreibe ich dir entweder den Namen meiner Gruppe oder meinen eigenen Benutzernamen, damit ich, Aberok, das einfacher habe, eure Spiele zu spielen. Denn es gibt leider auch ein paar Leute, die haben das nicht so gemacht. Ich zähle jetzt einfach mal zum Beispiel zwei Stück auf. Mia die Kleine hat zum Beispiel geschrieben, hallo, mein Spiel heißt Rainbow Knight Obby. Wenn ich Rainbow Knight Obby eingib, dann kommen sehr, sehr viele andere Spiele. Es tut mir leid, ich konnte dein Spiel leider nicht testen. Genauso wie Leo. Hallo Aborg, mein Spiel heißt Emergency Koblenz. Ist noch nicht fertig. Ich bin jetzt dafür in Koblenz Roleplay. Tut mir leid. Weil ihr müsst dann euren Benutzernamen oder sowas in der Art da reinschreiben. Den Game Link, den Benutzernamen, den Gruppennamen. Und so finde ich dann eure Spiele. Jetzt sind wir auf jeden Fall in Emil Max seinem Koblenz Roleplay Game. Hier sind wir jetzt in einer Tankstelle. Die ist noch nicht vernünftig eingerichtet. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ich habe die jetzt mal kaputt gesmashed. Und jetzt nehme ich mir das Geld daraus. Also wir haben auf jeden Fall schon einen kleinen Raub, den ich machen kann. Und da ist ein Fan. Hallo, 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 hallo. Hi, hi, schreibe ich auch mal. Hi, so, freut mich auf jeden Fall. Oh, Koblenz. Ich war noch nie in Koblenz, aber ganz ehrlich, ich gehe davon aus, dass du hier zu 1 Million% die Häuser und so selber gebaut hast. Du hast vielleicht diese Hecke und so aus der Toolbox genommen, aber ist ja nicht schlimm, oder die Autos da hinten. Aber du hast das alles selber zusammengestellt, denke ich. Also sehr krass. Du hast jetzt zum Beispiel nicht dieses Gebäude aus der Toolbox gezogen, und selbst wenn, ist nicht schlimm. Es sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Mein Feedback allerdings, und das sehe ich sehr häufig bei Roblox-Spielen, dieses Blur im Hintergrund, die Scheune, die ist jetzt so ein bisschen verschwommen, ne? Das macht ja so, das sieht ja cool aus, wenn man den Effekt selber reinmacht, dann denkt man sich, oh, das sieht so fancy aus, sieht so schön aus, wenn ich den Effekt aktiviere, und dann übertreibt man das immer und dann kommt da leider sowas bei raus. Macht den Effekt wirklich minimal, macht dieses Verschwommene minimal, denn letztendlich ist es unrealistisch. Schau mal, in Real Life erkennt doch jeder Mensch, der keine Brille braucht, dieses Gerüst, diese Gerüste hier komplett. Also das ist für jemanden normalerweise nicht verschwommen, aber hier in diesem Spiel ist das trotz der kurzen Distanz mega verschwommen. Deswegen, lass den Effekt ruhig drinne, aber mach den auf die kleinste Stufe. Mach den auf die ganz kleinste Stufe, okay? Sehr cool. Ich finde es auch voll fair von euch heute irgendwie. Das ist irgendwie ein bisschen unbeabsichtigt. Ich wollte euch heute eigentlich wieder rein donaten. Ich finde es aber fair von euch, dass ihr, ah, okay, dass ihr das so macht, dass man noch keine Game Pass und so kaufen kann. Weil die Spiele sind noch nicht fertig. Hier kann ich jetzt auf jeden Fall eine Waffe kaufen. Habe ich mal gemacht für das Ingame-Geld, was ich geklaut habe. Und jetzt werde ich euch alle amboxen. Chat. Das war's mit euch. Wo ist meine Maus da? Ich werde euch alle amuxen. Ich werde euch alle amuxen. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Tut mir leid, 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 tut mir leid. Du bist auch abgemuxt. Okay, dich kann ich gar nicht mehr amuxen. Oh Mann, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich will mir das hier nochmal eben schnell angucken. Notruf, das war doch jetzt Koblenz. Ohne Spaß. Ich hatte ja gerade davor Magdeburg so gesagt, zwar gelobt und ist auch ein gutes Spiel bisher. Aber ich hatte gesagt, dass Magdeburg das beste Spiel bisher in dem Video ist. Aber ich muss jetzt sagen, Koblenz gefällt mir sogar noch ein Ticken mehr. Koblenz Roleplay. Du hast die Proportionen und so richtig gut hinbekommen, finde ich. Von den Häusern und sowas. Und den Türen. Du hast viel vermutlich selber gebaut. Nicht alles. Ist aber auch nicht schlimm. Ich finde es auf jeden Fall cool. Es wirkt auf jeden Fall wirklich für mich wie so eine kleine Stadt. Und obwohl da so wenig steht, heißt das echt was. Du hast es geschafft, mit wenig Gebäuden wirklich das Gefühl zu vermitteln, dass ich hier gerade so, zwar in dem Spiel, aber dass ich hier durch Koblenz laufe. Und das ist richtig gut. Das hast du richtig gut gemacht. Von mir gibt es auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und wenn ihr Koblenz auschecken wollt, so sieht das aus. Koblenz Roleplay. Aber wir gehen jetzt in das nächste Spiel rein. Das nächste Spiel heißt Cookies. Das kommt von Marek Let's Play. Und da muss ich der Fairness halber sagen, dass ich mit diesem Marek auf Roblox befreundet bin und wir kennen uns auch. Von daher könnte man behaupten, das ist Werbung, aber er hat es so wie alle anderen in die Kommentare geschrieben. Hier wird das Spielprinzip erklärt. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen kompliziert, aber ich versuche es euch mal zu erklären, obwohl ich es selber noch nicht komplett gecheckt habe. Wir müssen jetzt hier nach unten gehen und dann sind hier so Keksblöcke, deswegen auch der Name Cookies. Die muss man mit der Spitzhacke und nicht mit dem Schwert abbauen.
Du musst dann darauf gedrückt halten. Dafür bekomme ich dann Cookies, die ich aufsammeln kann. Also das ist dann quasi die Währung oder die Baumaterialien oder sowas in der Art. Also wir sind hier in Teams aufgeteilt worden. Ich bin halt eben im blauen Team und die gegnerischen Teams, die versuchen dieselben Blöcke wie ich abzubauen. Und dafür gibt es dann halt eben das Schwert, um die abzumurksen, damit ich das selber abbauen kann und nicht die. Wenn wir dann die Cookies haben, dann können wir hier hingehen, glaube ich, zu so einem Baumeister und den Cookies geben. Ich habe jetzt 26 Cookies. Ich kann den jetzt erstmal 20 geben. 26. Ich konnte den alle geben. Und es geht, glaube ich, darum, diesen Turm irgendwie höher zu bauen. Ich will da aber nichts Falsches zu sagen. Hier in der Mitte will natürlich jeder hin und dann kommt es unweigerlich zu kämpfen. Aber jetzt gerade bin ich hier noch schön am Chillen. Ey, jetzt kommt jemand her und greift mich an. Ey! Was greifst du mich an? Ich bin tot! So gibt's dann Kämpfe. Leute, die die Base von einem angreifen. Aber das soll wohl das Spielprinzip sein. Ihr könnt es gerne mal auschecken. So wie auch alle anderen Spiele. So sieht das Spiel auf jeden Fall auf der Roblox-Webseite aus. Und ich bin echt begeistert davon, dass das letzte Video einfach über 10.000 Aufrufe bekommen hat. Ich bin euch da so dankbar. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also lasst uns gerne weiter damit machen. Schreibt eure Spiele in die Kommentare und ich würde sie sehr gerne in einem dritten Teil testen. Schaut das Video auf der rechten Seite an. Bis dann und ciao.